Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute gibt es das lang ersehnte Video zum Camper. Vorab, weil da einige, also nicht viele, aber einige Fragen kamen: Was hat der Camper gekostet? Ich muss euch leider enttäuschen, das werde ich euch in dem Video nicht sagen. Warum? Also ich gebe hier wirklich schon unfassbare private Details von mir preis. Und ich habe einfach gemerkt, im privaten Umfeld bereits, wenn ich diesen Preis gesagt habe, eigentlich habe ich damit keine Probleme, den zu sagen, kam immer, oder nicht immer, ab und an so Kommentare wie, boah, so viel Geld dafür und seid ihr euch denn sicher und bla blub. Und das waren halt nur eine Handvoll Personen, denen ich das erzählt habe, wovon schon die Hälfte so reagiert hat, sage ich jetzt einfach mal, Pi mal Daumen. Und hier ist es halt so ein unfassbar großes Publikum. Und im Moment möchte ich einfach nicht den Preis preisgeben. Ich hoffe, ihr versteht das, weil das ist wirklich, ihr seht einfach nur dieses Video, aber ihr müsst einfach mal euch in die Situation hineinversetzen, wenn ihr hier sitzen würdet und auf diesem Kanal gucken, durchschnittlich, ich glaube, 5000 Leute meine Videos, und wollt ihr so vielen Leuten alles von euch preisgeben, und ich gebe euch schon wirklich alles preis. Ich habe einmal gesagt, okay, diese Ausgabe möchte ich geheim halten, da habe ich das aber trotzdem mir getrackt, aber geheim oder so hingeschrieben. Mein Sparziel 1 ist geheim und jetzt ist halt auch geheim, was der Camper an sich gekostet hat. Ich kann euch sagen, er war wirklich teuer. Es ist einfach gerade keine gute Zeit, sich einen Camper zu holen oder ein umgebautes Auto oder generell Autos. Das ist gerade generell wirklich unfassbar teuer. Ich habe mir das wirklich gut überlegt und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, ich möchte mir das jetzt gönnen und kaufen. Und deswegen habe ich ihn mir geholt, auch wenn er wirklich teuer war. Bisher war er mir das auf jeden Fall wert und ich bin wirklich super, super happy mit dem T5. Es war wirklich ein wunderschöner Urlaub und es werden noch weitere wunderschöne Urlaube und verlängerte Wochenenden folgen. Und deswegen, ja, bin ich einfach glücklich, dass ich diesen Schritt getan habe. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, so irgendwie so ein bisschen. Und bis auf den Preis vom Camper werde ich euch auch alles preisgeben, diese Wortspiele. Genau, also auch Tipps und Tricks, was wir gekauft haben, was wir vielleicht nicht gebraucht haben, was wir von Campingfreunden als Tipps bekommen haben, was wir uns auf jeden Fall zulegen sollten und so weiter. Also das werde ich jetzt alles in diesem Video erzählen und auch zeigen, wie teuer das war. Das darf man nicht unterschätzen. Also nur weil man dann ein Auto da stehen hat, mit dem man losfahren kann, muss man echt noch einiges an Campingzubehör kaufen. Und ja, das werde ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich werde, oder das kann ich euch auf jeden Fall sagen, der Camper wurde aus 3 Töpfen bezahlt. Einmal aus dem Budget, was ihr hier immer seht. Dann habe ich ja vor einem Jahr angefangen zu budgetieren, öffentlich zu budgetieren. Davor habe ich natürlich auch schon einen kleinen Betrag angespart, quasi als mein Notgroschen. Wenn der Notgroschen, den ich jetzt hier innerhalb dieses Jahres angespart habe, ja, der nicht ausreichen sollte, um wegen irgendwelcher Sachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich damals natürlich auch vor der Umschlagmethode schon gespart. Ich habe mir nur damals gesagt, ich möchte auch wieder unter anderem nicht alles preisgeben, deswegen habe ich den damals komplett auch rausgelassen, also das den Sparbetrag, den ich halt schon hatte. Das ist auch keine große Unsumme, das ist einfach, also es ist keine große Summe. Genau, den wollte ich außen vor lassen und ich wollte gerne ganz, ganz neu anfangen zu budgetieren. Deswegen habe ich so getan, als hätte ich, beziehungsweise ich habe es auch immer offen kommuniziert, wenn es gepasst hat, habe ich es, glaube ich, auch im ersten Video erzählt oder zweiten, wo ich das geplant hatte. Genau, da hatte ich halt noch einen Puffer und den habe ich auch immer noch, den habe ich auch nicht komplett leergeräumt. Und dann habe ich aus den Gewerbeeinnahmen genommen, denn wie ihr bereits wisst, wenn ihr mir schon länger verfolgt, also ich mache Etsy, YouTube, Instagram, damit verdient man halt auch Geld oder kann man Geld verdienen. Und wir haben uns bis auf, ich glaube, es war eine Auszahlung, die wir hatten, und zwar habe ich meinen Freund, weil er mir wirklich 24/7 hier hilft,
den Roller gekauft, auch ein bisschen Eigennutz, weil ich ja auch einen habe und dann können wir immer zusammen rumfahren. Das waren, glaube ich, 300 Euro, und also einen gebrauchten. Und jetzt ist das die allererste private Gewerbeentnahme aus dem Budget. Wurden quasi angezapft für den Camper. Und ja, was jetzt aus diesem Budget rausgegangen ist, zeige ich euch natürlich. Super, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Ich habe mir als erstes gedacht, dass wir gucken, wie ich jetzt den Camper tracke. Ich habe ja keinen, also ich habe einen Sparziel-Camper, da sind aber nur 1500 Euro drin. Und das heißt natürlich, ich muss andere Spartöpfe auch noch lernen. Und das habe ich mir hier schon mal aufgeschrieben, wo ich was rausnehmen werde. Es ist ein anderer Urlaub und es ist so schön, einfach auch mal so frei zu urlauben. Ne? Also man kann sich einfach selber überlegen, möchte ich heute weiterfahren, möchte ich an diesem schönen Platz bleiben, weil er mir besonders gut gefällt und, und. Ne? Also das ist wirklich, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache, weil man natürlich keine Luxusstandards hat während des Urlaubes. Ne? Also man muss ich, okay, man kann auch essen gehen, aber man muss sich in der Regel Essen selber machen. Man schläft vielleicht nicht so ganz gemütlich wie in so einem großen XXL-Bett im Hotel. Oder ja, man kann sich vielleicht auch hygienisch nicht so sauber machen, weil wir haben jetzt kein Badezimmer in dem T5, sondern wir haben Bächleine? Wie heißt es nochmal? Ja, also wir haben den Bach benutzt. Einfach um es so ein bisschen frisch zu machen, um daraus Wasser zu nehmen, Zähne zu putzen. Wir haben natürlich nichts in den Bach wieder reingeschüttet. Auch keine Seife benutzt, die man halt zu Hause benutzt. Alles nur biologisch abbaubar. Genau. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gucken wir, wo wir was rausnehmen. Also, für den Camper, ich meine, das kann ich danach ja auch wegtun, weil noch ein Camper wird es ja nicht sein, sind 1500 Euro drin. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich habe mir zwar schon eine Liste gemacht hier nebenan, aber ich glaube, ich würde das auch gerne hier tracken. Können wir hier ja eine Camper-Seite machen. So, ich habe jetzt mal eine Überschrift hier gemacht, was mir nämlich gerade auch noch zum Preis aufgefallen ist. Beispielsweise so einen Kommentar bekommen, falls du mir hier gerade zuschaust. Ich habe dir auch geantwortet auf deinen Kommentar, dass es ja auch mal interessant wäre zu gucken, weil sie sich auch einen holen wollen, was ich dafür ausgegeben habe, wo denn momentan so die Preisspanne liegt. Und da kann ich halt sagen, die Preisspannen sind von 4.000 bis 100.000 Euro, weil es ist ja immer das, was ihr halt auch wollt. Bestes Beispiel, und zwar ist nicht so wichtig, auch wenn einige gesagt haben zu uns, ja, das ist voll wichtig, aber es war uns einfach nicht wichtig, eine Klimaanlage. So, wir haben einfach gesagt, okay, wir wollen von A nach B fahren, klar, die Fahrt kann heiß werden, aber wenn man steht, hat man die Klima eh nicht an. Oder ist eh immer unterwegs oder so. Also uns war sie einfach nicht so wichtig. Vielleicht werden wir es bereuen, diese Entscheidung, aber bisher auf jeden Fall noch nicht. Und wenn man die Klima weglässt allein schon, kann man schon 1000 Euro sparen. So, das sind halt solche Sachen. Oder wenn ihr besonders Wert darauf legt, einen mit Hochdach zu haben. Wir haben ja also einen ganz normalen Transporter und keinen mit einem extra Dach obendrauf. Was auch super praktisch ist, weil du kannst dann in dem Auto stehen. Wir müssen uns immer bücken. Hätte ich auch gern gehabt, hätte man aber auch 2.000, 3.000 Euro mehr einplanen müssen. Also das sind halt alles so Sachen, da müsst ihr einfach selber mal gucken. Zum Beispiel, also wir haben unseren von eBay Kleinanzeigen von einem Privaten, der sich das selber umgebaut hatte damals und es einfach nicht oft nutzte. Und müsst ihr einfach mal selber gucken. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch abhängig davon, wo ihr wohnt. Also oder ob ihr bereit seid, vielleicht noch weiter zu fahren oder... Ne, also das sind alles solche Sachen, die da mit reinspielen. Deswegen, selbst wenn ich jetzt meinen Betrag sagen würde, würde euch das keine Auskunft darüber geben, ob das bei euch genauso wäre in der Umgebung. Ich kann halt einfach nur sagen, dass sie derzeit wirklich sehr, sehr teuer sind. Und genau, aber ihr da einfach auf eure Bedürfnisse und sowas achten müsst und dann gucken müsst, was es halt bei euch kostet. Und das dauert nicht lange. Ihr gebt einfach nur bei eBay Kleinanzeigen eure Daten ein, guckt mal und dann seht ihr schon, in welchem Preissegment sich das Ganze momentan befindet. Und ja, also das kann ich euch einfach nur empfehlen. Wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen habe ich den her. Das nochmal ganz kurz zum Preis. Dann haben wir den Camper, genau. Also wir haben ja einmal den Camper Sinking Fund.
Da habe ich rausgenommen die 1500 Euro. Das heißt, hier nehmen wir das Spielgeld jetzt raus. Das Geld hatte ich ja auf meinem Konto. Das heißt, der Umschlag hier muss nicht geleert werden. Es muss einfach nur, beziehungsweise ich würde das jetzt einfach entsorgen, weil ja, ich hole mir ja nicht nochmal einen Camper. Genau, ich würde das entsorgen. Und wenn ich nochmal einen Sinking Fund mache, aber ich glaube, den Sinking Fund werde ich eher generell im Auto lassen, weil ich habe ja auch mal einen Roller im Auto. Ich habe da jetzt nicht für jedes einen einzelnen. Dann lasse ich das einfach. Genau, dann habe ich aus der Wohnung, oder ich gehe mal mit den größten Beträgen, ja doch Wohnung. Das ist halt so, ich musste mir dann überlegen, was ist mir eventuell nicht ganz so wichtig. Und, ach nee, die Wohnung war auch online, glaube ich. Da gucken wir nochmal. Wohnung ist ja, Moment, jetzt muss ich mal gucken, welchem Buch das ist. Hier drin. Genau, im Wohnungssinking Fund, da hatte ich ja eigentlich auf einen Esstisch hingespart. Hätte ich mir jetzt auch eventuell bald holen können. Aber ich musste halt überlegen, was ist mir im Moment wichtiger. Und normalerweise budgetiert man nicht so, wie ich das... Also was heißt normalerweise? Jeder kann es machen, wie er möchte. Aber eigentlich ist das nicht so meine Intention vom Budgetieren. Aber da ich halt noch nicht genug Geld hatte für den Camper und ich das jetzt auch aus diesen Budgets hier rausnehmen wollte, ich hätte es auch komplett nur mit meinem Sparbetrag machen können, den ich quasi vor dem Budgetieren hatte. Aber ich wollte auch, dass es Auswirkungen auf dieses Budget hat, einfach damit es mir auch ein bisschen wehtut. Weil dieses andere Budget, welches ich auf dem Konto liegen habe, diesen Notgroschen, den Notnotgroschen, den habe ich auch wirklich seit anderthalb Jahren nicht angefasst und der sollte eigentlich auch wirklich da bleiben, wo er ist. Und deswegen wollte ich halt so viel wie möglich aus diesem Budget hier rausfischen sozusagen. Ja, genau. Ich glaube, das Video wird unfassbar lange. So, das waren 1000 Euro, sodass jetzt hier noch 50 Euro drin sind. Das ist ein Konto bei Vivid, das werde ich dann alles ausgleichen, beziehungsweise habe es auch schon ausgeglichen, das Online-Zeug. Genau, da haben wir jetzt 1000 Euro rausgenommen. Dann, ja, leider, das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Aus dem Urlaubssinking Fund. Immer noch 1480 Euro. Das werde ich jetzt gleich, das ist auch nur Spielgeld in meinem Pocket, das werde ich dann nochmal rausnehmen ohne euch, sonst wird das hier echt zu lang. So, das sind 1000 Euro. Dann haben wir die Gesundheit. Da habe ich aber nicht alles rausgenommen, weil ich demnächst eine Zahnpflege habe im September und die kostet immer so um die 100 Euro. Deswegen nehme ich hier 200 Euro raus, sodass jetzt hier noch 115 Euro drin sind. So, dann kommt auch aus der Kleidung 100 Euro raus. Das sind jetzt nur kleine Kleckerbeträge, aber jeder Cent zählt. Das heißt, hier sind noch 200 Euro drin. Hätte ich auch mehr rausnehmen können, aber ich hatte noch eine Ausgabe. Das seht ihr dann aber im Wochenabschluss. Das habe ich hier noch nicht getrackt. Genau, Kleidung. Dann haben wir meine Sinking Funds erstmal fertig. Also da nehme ich nicht weiter raus. Bei der Gesundheit müssen wir noch 200 Euro rausnehmen. 100, 200. Das heißt, hier müssen jetzt noch 115 Euro drin sein. 50, 70, 90, 110, 115. Das passt. Ich habe ja hier zum Beispiel auch noch den Katzentracker Sinking Fund, aber an den gehe ich nicht ran, weil das ist ja unfassbar wichtig, wenn den Katzen was passiert, dass da noch genügend drin ist. Genau, und dann haben wir noch mein Sparziel 1. Das tat mir auch ein bisschen weh. Aber ich weiß ja, wohin es geht. Das löse ich komplett auf. Ich muss überlegen, ob ich das nochmal neu anfange. Genau, das war ja so ein geheimes Sparziel, welches ich hatte. Da war mir der Camper dann tatsächlich ein bisschen wichtiger, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das waren jetzt meine ganzen Sinking Funds, aus denen das Geld geflossen ist. Da gucken wir mal, was da jetzt bei rauskommt. 1500 plus 1000 plus 1000 plus 300 plus 1000. Also 5.205 Euro sind damit mein Budget, welches ich für den Camper, also für die Anschaffung direkt
benutzt habe. Genau, also quasi ein Drittel vom Camperpreis, kann man so sagen. Dann habt ihr vielleicht so einen Richtwert. Habe ich jetzt doch wieder mehr erzählt, als ich wollte. Aber so teuer war er ungefähr. Genau, dann kommen wir jetzt, das sind ja jetzt nur die Anschaffungskosten. Also damit ist es ja noch nicht getan. Ich habe mir meinen monatlichen Planer genommen. Die habe ich ja in meinem Etsy-Shop. Und natürlich ist es eigentlich für einen Monat, aber man kann es auch umfunktionieren für Anschaffungen beispielsweise. Und so habe ich das jetzt gemacht. Und die Summen gehen wir jetzt einmal durch und dann sage ich euch auch, aus welchem Sinking Fund oder aus welchem Bereich ich das genommen habe. Und zwar, natürlich muss man das Auto auch anmelden. Das hat gekostet 48,70 € und 25 Euro davon habe ich übernommen. Genau, was man jetzt nämlich dazu sagen muss, die Unterhaltung bzw. die Anschaffungen, die wir jetzt für den Camper haben, läuft mit meinem Freund zusammen. Auch tanken und so weiter. Das ist dann quasi unser gemeinsames Baby. Genau, ich habe dieses Jahr Steuern und Versicherung beispielsweise übernommen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Und nächstes Jahr wird er es dann machen. Moment, wo waren wir denn jetzt? Ach genau, jetzt müssen wir es mich beim Auto. Das ganze Anmelden und so weiter habe ich dann über mein Auto-Sinking Fund genommen. Das waren dann 25 Euro, weil 25 Euro hat mein Freund mir halt gegeben dafür. Das heißt, dann waren noch 825 Euro drin. Dann haben wir die endlich einen Nutzen zugeordnet, unserem Paarsparbuch sozusagen. Wir haben ja alles, falls ihr uns noch nicht länger verfolgt oder mich, alles, was wir bei den Lebensmitteln am Monatsende noch drin hatten, hatten wir auf ein Paarsparbuch getan. Und da hatten wir nie einen Plan, was wir uns davon genau kaufen wollen. Haben immer so gedacht, ja, okay, neuer Staubsauger oder so. Aber jetzt hat das wirklich perfekt gepasst, denn wir haben davon alle Campingsachen gekauft, die wir brauchten. Ein paar Sachen haben wir uns auch ausgeliehen, genau. Aber die Sachen, die wir gekauft haben, haben wir komplett von diesem Spaß-Sinking Fund ausgegeben. Da haben wir einmal Auffahrkeile. Die haben wir jetzt für unseren 4 Tage nicht benötigt. Aber die sind, wir hätten sie benötigen können, aber wir waren einfach zu faul. Und zwar, wenn man irgendwie ein bisschen abschüssig steht mit dem Auto, kann man das einfach unter die Reifen fahren, also da drauf fahren, sodass das Auto ein bisschen ausgeglichen wird. Weil das eine Mal standen wir wirklich sehr, sehr schief. Und ja, es war aber noch gerade so in Ordnung. Wir waren, wie gesagt, zu faul. Und das ist halt wirklich ganz, ganz praktisch. Vor allen Dingen, wenn man in so eine bergige Region fährt. Und die haben 37 Euro gekostet. Dann hatten wir uns noch geholt einen Heckklappenaufsteller. Der kam leider zu spät. Aber der ist halt dafür da, beispielsweise, wenn man, wenn es mal regnet oder so. Und man trotzdem, also sich im Auto befindet und man trotzdem zum Beispiel Frischluft haben möchte, dann kann man das quasi hinten, also wir haben so eine Heckklappe, also eine, die nach oben aufgeht, nicht zur Seite, so wie so eine Tür, sondern nach oben. Und dann kann man das halt dazwischen klemmen und hat dann so einen kleinen Spalt, wo halt frische Luft reinkommt, aber trotzdem wird nichts nass innen drin. Dafür kann man das beispielsweise nutzen. Man kann es, glaube ich, auch nutzen, wenn man weiß ich nicht, gerade im Waschhaus ist oder so auf dem Campingplatz beispielsweise und trotzdem möchte, dass halt ins Auto frische Luft kommt, kann man das, glaube ich, auch machen. Würde ich jetzt nicht machen, ich hätte Angst, dass mein Auto geklaut wird oder irgendwie aufgebrochen wird, aber ja, wir wollten es halt dafür nutzen, wenn mal schlecht Wetter ist und wir uns in dem Wagen befinden, wir dann quasi frische Luft reinlassen können. Wie gesagt, hatten wir leider nicht benutzt, war nicht mehr pünktlich da. Der hat 11,99 Euro gekostet. Das alles, was ich von Amazon habe, kann ich euch einmal unten verlinken. Eigentlich alles von Amazon. Dann haben wir Campinggeschirr, beziehungsweise Topf, Pfanne und guckt einfach mal unten, was da alles noch mit dabei war. Und das war wirklich richtig, richtig praktisch, denn wir haben erst gedacht, okay, komm, wir nehmen unsere eigenen Töpfe mit. Aber erstens sind die sauschwer im Vergleich zu diesem Campinggeschirr. Und die Henkel sind beim Campinggeschirr einklappbar. Das heißt, man kann das sehr, sehr gut verstauen, hat nicht irgendwo diesen von der Pfanne irgendwie so diesen Henkel da irgendwo stören.
Genau, da habe ich halt dieses Camp oder haben wir das Campinggeschirr geholt für 31,59 Euro. Das war wirklich absolut gut und kann ich jedem nur weiterempfehlen. Dann haben wir so, also wir haben einmal einen Abwasserkanister und einmal einen Frischwasserkanister und auch eine automatische Pumpe. Also wir könnten rein theoretisch uns mit fließendem Wasser die Hände waschen. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben nochmal ein Zehner-Kanister gekauft und den haben wir eigentlich immer benutzt, weil, ja, weiß auch nicht, den konnte man einfach mit nach draußen nehmen und dann konnte man da irgendwie was abspülen oder so. Das war eigentlich viel besser. Aber trotzdem wurde uns halt empfohlen, für diesen Frischwasserkanister, das natürlich auch für diesen 10-Liter-Kanister könnte man das nutzen, aber wir hatten nur einen davon dann gekauft. Das ist so ein kleiner Schwamm, nee, so ein Netz, das legt man in das Frischwasser rein und dann kommen da nicht so Algen. Weil kennt ihr das, wenn ihr Wasser zu lange stehen lasst, dann wird das so glitschig. Und diese ich habe es einmal Wasserkonservierung, ich weiß nicht genau, wie es heißt, dieses Netz, für 13,40 Euro verhindert das halt. Und genau, das haben wir uns geholt. Dann kann man nämlich das Wasser, welches man vielleicht zu Hause noch frisch aufgefüllt hat, wir haben da einen 18-Liter-Kanister im Auto, kann man den wirklich für eine Woche nutzen, ohne den nochmal auszuwaschen oder neu zu befüllen, wenn er bis dahin natürlich nicht leer ist. Dann haben wir uns einen Gasgrill geholt oder so ein Ding, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ein Gaskocher, den hatten wir bei Action gefunden. Bei Action gab es nämlich gerade, oder gibt es, müsst ihr mal gucken, ob das immer noch ist, eine Campingwoche oder ein Campingmonat. Da gab es richtig, richtig, richtig viele Sachen. Und da haben wir uns wirklich auch gut eingedeckt für 46,96 Euro. Das haben wir alles immer noch aus diesem Paar-Budget bezahlt. Genau, dafür brauchten wir aber noch Gaskartuschen. Und dann haben wir mal geguckt, so die Erfahrungsberichte, die haben gesagt, so eine Kartusche ungefähr 1,5 Stunden und bis da was warm wird, das dauert und also man sollte eine Kartusche pro Tag benutzen ungefähr, also es waren Erfahrungsberichte aus dem Internet, sollte man sich tatsächlich nicht immer drauf verlassen, denn wir haben dann daraufhin so eine 32er Kartuschen Sammlung gekauft, ich verlinke das euch unten nochmal, die sind wirklich super, also uns haben die super gefallen. Und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, nicht mal eine komplett aufgebraucht. Die ist, glaube ich, immer noch halb voll oder so. Deswegen haben wir da jetzt 32 Stück im Keller stehen. Naja, irgendwann werden wir sie wahrscheinlich aufbrauchen. Dann haben wir, genau, bei Thomas Phillips für 42,25 Euro noch Kisten geholt, die wir unters Bett schieben können. Das war auch richtig, richtig praktisch. Das waren zwei sehr, sehr große Kisten. Da hatten wir unter anderem Lebensmittel drin und in dem anderen hatten wir halt den Gaskocher und die Kochtöpfe und all sowas drin. Genau, das war dann nochmal bei Thomas Phillips. Bei Action, wie gesagt, gab es dann auch noch Kerzen. So, diese Wörter fallen mir gerade nicht mehr ein. Genau, also alles, was man so braucht. Wir haben uns da beispielsweise auch eine Dusche gekauft, also einfach nur aus so einem Sack, den man sich oben irgendwo hinhängt und dann kann man da halt ein bisschen sich frisch machen. Haben wir nicht gebraucht. Vielleicht, wenn man irgendwie an die See fährt oder ich weiß nicht. Also wie gesagt, wir waren dann immer im Bach. Also für uns war es irgendwie ein bisschen unnötig, dass wir uns das geholt haben, aber es waren nur 5 Euro. Also es war jetzt auch nicht so wild. Das Wunschkennzeichen. Wir wollten unbedingt ein Wunschkennzeichen. Dann habe ich mir das vorher natürlich geholt. Für 26 Euro kostet das mittlerweile, das war mal viel günstiger. Das heißt, wir haben jetzt noch 799 Euro im Auto-Sinking Fund, das geht ja noch. Genau, dann haben wir die Versicherung für, das ist Voll- und Teilkaskoversicherung für 272 Euro. Da hat mein Freund mal bei sich geguckt nach einem richtig guten Angebot und da haben wir halt wirklich hier so einen richtigen Schnapper erwischt. Beispielsweise, ich bin ja bei der Hook24, da hätte die Versicherung gekostet 600 Euro. Das ist wirklich ein krasser Unterschied. Genau, dann haben wir Steuern, 290 Euro. Eingespart. Ich hatte ja schon was für die Steuern und sowas beiseite gelegt. Das war allerdings wirklich nicht viel. Und zwar, ja, dann habe ich bereits 80 Euro beiseite gelegt. Die nehme ich jetzt auch komplett raus. Da fange ich einfach wieder von null an.
Das heißt, in den nächsten Monat, das wollte ich nämlich dann so machen, die sind zwar jetzt schon auf dem besten Wege abgezogen zu werden, sind es aber noch nicht. Die Steuern wurden angekündigt für Anfang September und auch die Versicherung wird jetzt demnächst erst abgehen. Deswegen werde ich mir den Restbetrag in dem Fall, ich rechne das mal aus, plus 290 minus 80 Euro. Im September muss ich mir somit, das merke ich mir dann mal, und schreibe es mir jetzt auch extra nochmal auf, im September muss ich von meinem Budget, also von meinem ganz normalen Gehalt, Anfang des Monats dann direkt 482 Euro abziehen. Genau, habe ich einfach nächsten Monat viel weniger Geld zur Verfügung, aber das ist auch in Ordnung so. So werde ich das auf jeden Fall machen. Die Versicherung 272 Euro, die Steuern, es ist ein eingetragener Wohnmobil oder eingetragenes Wohnmobil, 290 Euro. Dann hatten wir schon so ein paar Sachen, da wussten wir es aber schon, die wir noch austauschen müssen. Einmal die Scheibenwischer, dann hinten ein Bremslicht, der Reflektor hinten ist kaputt, also einer davon. Und, ach Gott, wie heißt das denn? Das Bremslicht in der Mitte oben, was so länglich ist. Da ist die Dichtung kaputt, da müssen wir es auch einmal austauschen. Und das waren Scheibenwischer 22,89 und die Glühbirne Reflektor und dieses Ding da oben 48 Euro. Und wir werden das erstmal versuchen, selber auszutauschen, denn das ist wirklich eigentlich super einfach und es sollte eigentlich selber machbar sein. Und so kann man sich dann auch nochmal den ein oder anderen Euro sparen. Das austauschen zu lassen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so teuer, weil es halt auch kein Hexenwerk ist, das auszutauschen. Aber selbst wenn wir da jetzt 100 Euro gespart haben, sind das 100 Euro und das ist wirklich einiges wert. Ja, das sind jetzt also die ganzen Ausgaben, die wir noch zusätzlich zum Camper hatten. Also zusätzlich zu den 5.000 beziehungsweise den ganzen Betrag, den wir da hatten, aber jetzt in diesem Budget von 5.200 nochmal die 287,13 Euro aus dem Herz Sinking Fund. Das werde ich auch schon mal hierher tracken, weil ich glaube, mehr kaufen wir nicht. Also 287,13 Euro und drin hatten wir 355 Euro. Das heißt, es ist fast nichts mehr drin, aber das wird sich ja dann auch wieder füllen. Und es hat einen guten Zweck, weil es war wirklich, oder es ist wirklich einfach, es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, auch wenn das Ganze jetzt hier gerade mega viel mit Zahlen zu tun hat und es vielleicht nicht so rüberkommt. Wir und ich bin wirklich, ich oder wir sind wirklich super, super happy mit dieser Entscheidung, das gemacht zu haben. Und ja, also das ist wirklich unfassbar, richtig, richtig schön. Und tut mir leid, falls es jetzt in diesem Video nicht so rüberkommt, weil das so mit trockenen Zahlen zu tun hat. Und ich irgendwie auch ein bisschen dran bin, das schnell über die Bühne zu bringen, denn ich habe jetzt, glaube ich, schon 40 Minuten aufgenommen. Genau, also 287 Euro haben wir da schon ausgegeben. Kommt ja dann nochmal hinzu, die fast 600 Euro für Versicherung und Steuern. Und bitte, 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 vergesst das nicht einzuplanen, wenn ihr euch ein Auto kauft oder damit leichtfertig umzugehen. Bitte macht euch auch vorher schon Gedanken, bevor ihr etwas kauft, was das in etwa kosten wird. Denn das sind so enorme Kosten und die fallen ja auch sofort an. Klar, ihr könntet auch sagen, ihr wollt das monatlich machen, aber dann fallen sie halt auch monatlich schon direkt an. Und wenn ihr vielleicht gerade nicht so viel Geld übrig habt, dann überlegt euch diese Anschaffung wirklich ganz, ganz, ganz besonders gut. Genau, und vergesst auch nicht solche Sachen wie Straßenverkehrsamt und eventuell ein Wunschkennzeichen, falls ihr das haben wollt. Das ist natürlich dann auch nochmal zusätzliche Kosten. Aber ich glaube auch Kennzeichen Allgemeinkosten, was jetzt, wenn man kein Wunschkennzeichen hat, ist dann vielleicht ein bisschen günstiger, aber ich glaube, die kosten trotzdem was. Und vielleicht konnte ich euch jetzt den einen oder anderen Tipp noch geben. Vielleicht sind es ganz selbstverständliche Dinge, das weiß ich nicht. Die Sachen wurden uns ans Herz gelegt und haben uns auch teilweise schon, gut getan, dass wir sie hatten. Unsere nächste Sache ist, die wir uns auf jeden Fall holen wollen, ein Trennklo. Also wir haben ja kein Klo im Camper. Und da haben wir uns schon eins rausgesucht. Das kostet 150 Euro, weil wir wollen kein Chemieklo. Wir wollen gerne eins, wo groß und klein getrennt wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen teilen, wenn ihr sowas habt, ob ihr damit zufrieden seid, ob das wirklich eine eklige Angelegenheit ist, ob das eine relativ saubere Angelegenheit ist und ob ihr vielleicht das Chemieklo eher empfehlen würdet. Da würdet ihr uns auf jeden Fall auch sehr weiterhelfen. Das ist jetzt keine Anschaffung, die von jetzt auf gleich gemacht werden muss.
die würden wir, wenn wir mal halt länger unterwegs sind, dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr uns anschaffen wollen. Aber trotzdem überlegen wir uns halt schon etwas und gucken dann, ob wir da vielleicht auch ein Spazier für anlegen. Bei 150 Euro ist natürlich auch schon eine Summe. Da gucken wir dann halt nochmal. Ja, ach genau, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Und zwar braucht der Camper neue Reifen. Da werde ich jetzt noch mit euch zusammen ein Sinking Fund anlegen. Denn die Reifen sind teuer. Da habe ich auch vor Kauf bereits mir Angebote eingeholt. Natürlich können die in einem halben Jahr komplett anders aussehen. Aber ich weiß, wo es ungefähr hinläuft. Und zwar sind das mit Tauschen 600 bis 800 Euro. Und da habe ich hier so schwarzes Washi, was ich irgendwie noch nie benutzt habe. Und da würde ich jetzt gerne eins nutzen von... Ich glaube, das hatte ich von Amazon. Wenn ich es finde, verlinke ich euch es. Also ganz schwarz ist ja wirklich nicht immer so einfach zu finden. Genau. Da machen wir jetzt einen Roller-Sinking... Reifen-Sinking-Fund. Wo ich jetzt halt schon... Also ich werde wahrscheinlich 400 Euro sparen, weil wie gesagt, wir machen das ja immer dann Hälfte-Hälfte. Aber auch solche Sachen solltet ihr auf jeden Fall bedenken, weil... Klar, bei denen sind jetzt sind die Reifen ein bisschen teurer als zum Beispiel bei meinem anderen Auto. Da haben die ja gekostet, ich weiß nicht, 300, 400 Euro, glaube ich. Das hier oben werde ich dann noch reinschreiben. Genau, dann haben wir jetzt hier nämlich den Reifen-Sinking-Fund. Das werde ich mit dem Etikettierer nachher noch machen. Vielleicht auch mit dem goldenen, das passt natürlich auch super. Und dann ja, können wir jetzt die nächsten Monate halt hier ordentlich Geld reinbuttern. Denn ich sag mal so, also die Hälfte von 800 sind 400 durch... Ungefähr 6 Monate, dann sollten wir schon wechseln. Das heißt, ich müsste jeden Monat um die 70 Euro beiseite legen, um im halben Jahr das Geld beisammen zu haben. TÜV und sowas fällt ja auch an nächstes Jahr. Ja, da seht ihr mal, was dann nämlich, also das habe ich auch bedacht, aber dafür werde ich auch, für mein Auto habe ich ja da kein extra Sinking Fund, aber vielleicht werde ich doch für den Camper einen eigenen machen. Ich glaube, das würde sich tatsächlich lohnen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das werde ich machen. So, für allgemeine Kosten einen Sinking Fund für den Camper anlegen. Und hier auf der Seite das für die Reifen. Genau. Ich glaube, damit komme ich oder damit fühle ich mich dann tatsächlich besser. Also, dass wir hier nicht nur... TÜV und sowas machen, sondern auch Reparaturen, die gegebenenfalls anfangen können oder wahrscheinlich anfangen werden irgendwann. Und hier drüben dann die Reifen. Genau, ich glaube, das werde ich so machen. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, da könnt ihr mir auch weiterhelfen. Oder ob ich gegebenenfalls den TÜV einzeln mache als Sinking Fund 1, also als fixe Sparrate oder Sparsumme. Obwohl ich mir auch durchaus vorstellen kann, in die beiden Töpfe auch beispielsweise, wenn ich mein Weihnachtsgehalt bekomme, jeweils Geld reinzupacken, also außerhalb des normalen Rhythmuses, damit das halt schneller voll ist. Ich glaube, aufgrund dessen würde ich das lieber hier lassen, anstatt ein Sinking Fund 1 draus zu machen. Aber das ist auch so eine Sache, das kann wieder jeder anders sehen. Und da bin ich mal echt gespannt auf eure Meinung und auf eure Argumentation, warum ihr das vielleicht eher in die Sinking Funds 1 packen würdet. Aber mit dem Hintergedanken, dass ich dann Weihnachtsgeld oder Geburtstagsgeld oder so hier vielleicht noch extra reinpacken könnte, glaube ich, würde ich es eher hier lassen. Ja, okay, wir werden sehen. Wie gesagt, hier oben die Beschriftung mache ich noch. So, und jetzt habt ihr einfach mal so einen kleinen Überblick bekommen, was ich oder was wir an Ausgaben hatten für den Camper. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, dass ich euch jetzt so den direkten Betrag nicht gesagt habe. Wenn ihr richtig zugehört habt, dann wisst ihr es ja ungefähr. Falls ihr gesehen habt, dass wir uns irgendwas nicht angeschafft haben, was wir aber unbedingt brauchen, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Das wäre auch nochmal richtig interessant zu wissen. Sowas wie Campingtisch, Campingstühle. Ach ja, genau, Campingtisch hatten wir auch bei Action geholt, glaube ich, genau. Da haben wir 17 Euro für bezahlt und ich glaube, man hätte da lieber nicht so viel sparen sollen, denn der ist wirklich sehr wackelig, aber wir benutzen ihn jetzt erstmal. Stühle hatten wir ausgeliehen. So, wenn ihr jetzt noch irgendwas wisst, einfach in die Kommentare damit. Schreibt auch gerne, was ihr...
ja, ob ihr euch es getraut hättet, einen Camper zu kaufen. Und seid bitte ganz lieb in den Kommentaren. Ich habe irgendwie schon so ein bisschen Angst vor dem Video. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich Respekt vor dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gern ein Däumchen nach oben da und kommentiert. Und kommentiert auf jeden Fall ein Auto in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr wirklich bis zum Ende geguckt habt, denn das Video ging wirklich sehr, sehr lang. Und dann würde ich sagen, fühlt euch gedrückt. Zum nächsten Mal kommt dann die kostenlose neue Spar-Challenge online. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Und ja, bis dahin, meine Lieben. Tschüss!